Bringst du mich zum nächsten Spot oder was? Zeig mal, hast du einen? Also wenn sich jemand auskennt, dann du, ne? Morgen, mir knurrt der Magen wie Sau. Und jetzt erstmal was zu essen holen und dann einen Kaffee. Und dann geht's auch schon direkt in den Dosenladen, den ich gestern ausgespäht habe. Und hole ein bisschen Spray Boya. Und dann geht's los. Achso, ein Eimer Streiche brauchen wir natürlich auch noch. Aber das haben wir jetzt gleich alles erledigt. So, ich bin jetzt hier vor dem Dosenregal. Ne? Auswahl ist natürlich dementsprechend begrenzt. Auch alle ziemlich trashig hier. Aber wird schon. Jetzt bin ich halt überlegen soll. Zink oder alle? Ich bin im Zink. So ein paar Dosen, ja, Spray Boya. Und ich sag mal so, ne, zum Glück habe ich die ganze Zeit mit Trash-Dosen rumgehantiert. Somit ist das für mich kein Problem. Wir haben hier irgendwie so eine Billo-Variante von New York Fett, ne? Aber ich werde das nicht benutzen. Ich gehe auf Stani. Aber wir werden das auf jeden Fall nochmal benutzen, wenn es soweit ist. Oida! Oida! Ist ja Qualitätsware. Alrighty, Piece Nummer 1. Da hinten kommt irgendwer. Deswegen hauen wir jetzt mal langsam ab. Schönes Ding. Schönes Streichteil. Und die Dosen sind echt vorzüglich. Also richtig Qualitätsmist. Macht Laune.
So, Piece Nummer 2 ist fertig. Ja, ein bisschen verkorkst. Ein bisschen vermuckst, besonders der Kringel da. Aber sagen wir mal so, ne? Hierfür reicht's. Are you serious? Ja, ist so ein bisschen das Ding, was ich mit Turn gemacht habe, aber nicht so schön irgendwie. Obwohl es mir da auch noch nicht gefallen hat, aber. Ja, hören wir auf zu meckern. Machen wir einfach weiter. Herr Winkel, der. Ja, wir haben hier Zink-Hay-Spray. Ja, gucken wir mal, wie das chrommäßig ist. Wir haben hier eine Kachelwand. Sieht dann immer richtig fetzig aus, finde ich. Deswegen machen wir da so einen Bubble-Legan Throw-Up drauf. Wollen wir erstmal checken, wie die Dose so ist. Oha. Dünne. Dünne, aber deckig. Irgendwie. Und sehr viele Metal Flakes drin. Ja, versuchen wir es einfach mal. Jetzt fehlt mir leider der O-Punkt. Aber ich finde es trotzdem geil. Gerade deswegen. Ja, ist halt so ein schön schnelles Ding. Ja, da halt ein bisschen viel Schwarz gemacht, um die Kante da zu verdecken. Also aus der Ecke kann man sich das leider nicht heben. Muss man hier so stehen. Genau, super. Ja, und die Silber hatte leider einen Overkill. Ja, die ist so, 3 leere Dosen. Boah, warum habe ich da bloß so viel Schwarz gemacht? Aber jetzt müssen wir abhauen. Wir sind schon viel zu lange hier. Und ja, ich will keine Aufmerksamkeit auf mich ziehen. Woher die Wand? Ich glaube, das mache ich einen Tag bevor ich abreise. Damit ich noch eins zur Straßenseite habe. Und die ist ja schon beschmiert, also sollte klar gehen. Gucken wir uns das nochmal an. Stil 1. Ja, bisschen die O-Löcher verschissen. Oh Mann, ey, dass ich diese Ecke da ausgemalt habe. Finde ich eigentlich mit am geilsten. Der Tee vor allem. Der Tee, das ballert, Alter. Und das ist genauso, wie ich es haben wollte. Mit der Kacheloptik. Ja, und dann haben wir. Dies noch. Junge, geht's mir beschissen. Ja, man kann es vielleicht auch ein bisschen hören so. Wie gesagt, die erste Nacht, ne, Luftmatratze auf dem Estrichboden. Ich habe mich halt so hart unterkühlt. Und seit gestern Abend macht sich das halt bemerkbar. So, was mache ich jetzt? Mir bleibt halt nur eine Möglichkeit, ne? Ich will jetzt nicht krank werden. Wir werden das jetzt irgendwie versuchen abzuwehren. Ne? Ich habe hier Honig. Da habe ich mir schon ordentlich was hintergeladen von. Und jetzt gehe ich in die Stadt. Ich glaube, heute ist auch Markt. Und dann werde ich mir erstmal so einen Liter Granatapfelsaft mit Orange oder irgendwas mit einheimsen. Ein Dampfbad wäre halt geil. Aber ich glaube, sowas werde ich hier jetzt auf die Schnelle nicht finden. Also machen wir heute Piano. Ne? Ein bisschen Sightseeing, würde ich sagen. Ein bisschen mit einem Dolmosch durch die Gegend hacken. Genau, erstmal Markt. Frisch gepressten Saft, dann Mittagessen, einen Liter Chai hinterhauen. Hoffen wir mal, dass ich morgen wieder klarkomme. Ja, haben wir mal ein bisschen dicker eingepackt, sind so um die 20 Grad. Aber jetzt mit den nassen Haaren und so wollte ich das auf jeden Fall nicht riskieren. Ja, hier ist der Markt. Ja, da gehen wir jetzt mal rauf. Und dann werden wir uns mal ein bisschen mit Vitamin zupumpen. Ich weiß, das bringt nichts. Im Nachhinein, aber wisst ihr nicht, ich baller mich jetzt zu und war jetzt wahrscheinlich 10 Jahre hatte ich keine Erkältung mehr. Also ich war immer nur bis zu diesem Stadion und dann, wie gesagt, lauter Hausmittel und hoffentlich reicht es dann auch. So, jetzt, wo ist der Saft? Ein bisschen Urlaubscontent hier, lecker, als ob es das nicht auch in Deutschland gäbe, aber
Wir sind ja Touristen. Ne? Eben hat mich übelst angeschissen, hatte Bock auf einen Apfel und hab mir so was geholt. Ja, da wurde ich bitter enttäuscht. Im wahrsten Sinne des Wortes. Kein Saft, kein Saft. Schade, dass ich bei mir noch keine Küche habe in der Wohnung. Leider kein Herd da, daher auch nichts zum selber kochen, so, obwohl. Aubergine sind ja so, ist ja so mein absolutes Lieblingsgemüse. Schön dicke Kartoffeln, schön große Zwiebeln. Aber weit und breit kein Saft. Honig. Frisch gepressten Saft gefunden. Ja, war wahrscheinlich auch nur für die Einheimischen hier. Nichts Touristisches. Daher auch kein Saft. Gut, dann gehen wir jetzt einfach gleich Mittagessen und ballern uns einen Scheiß zu. Nebenbei noch ein bisschen Internet. Mal gucken, wie mein neues Video angekommen ist. Diese Easy Content aus Amsterdam. Ein anderer Baumarkt und hier gibt es auch Sprühdosen. Gehen wir mal rein. Gehen wir mal rein. Merhaba. Merhaba. Ja, geil, Alter. Hier gibt es ja noch mehr Farbtöne. Nice. Do you speak English? Deutsch? No. So that was a f***ing lie. Ein paar Snacks geholt hier für die kleinen Racker, die hier überall unterwegs sind. Scheint hier auch kein Problem zu sein, weil die haben ja auch überall ihre Futterplätze so, ne? Daher darf man die auch füttern. Versuchen wir heute mal ein bisschen Katzen-Content zu machen hier. Ja. Hier ein ganz hübsches Exemplar. Na du? Na? Möchtest du einen kleinen Happen haben? Na, komm, kommst noch ein bisschen mehr. Nicht in die Hand beißen. Eigentlich wollte ich ja heute keinen Graffiti-Content machen, aber hier ist halt auch schon wieder so eine Stelle, die mich echt ganz schön anmacht. Guck mal, ich das so raufbekomme. Ja, ein bisschen höher. Und ihr seht's, ne? Mit der Moschee. Das ist echt ein wunderschönes Bild. Aber diese Metallstücke, die da rausgucken, die bereiten mir ein bisschen Kopfzerbrechen. Man könnte natürlich irgendwie so einen eckigen Style machen, der da irgendwie drumherum geht und so. Aber schnell malen kannst du hier, glaube ich, nicht. Da haust du die Pfoten nicht. Jetzt habe ich hier gerade was gesehen. MRB. Tots. Türkei. Also Tots. Das sagt mir irgendwas. Ja, auf jeden Fall schöner Spot. Naja, sowas hatte ich ja jetzt auch schon mal gesehen. Das eine Ding unter der Brücke. Der hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. So. Das ist halt das Problem. So. Da laufen halt, das ist halt die ganze Zeit Verkehr und man weiß nicht. Man weiß halt nicht, wie die Leute reagieren. Das ist halt so das Problem. In Deutschland würde ich halt noch mehr einen Fick drauf geben. Mir halt einfach meiner Rechte bewusst bin und ich auch halt das kommunizieren kann. Aber hier halt eben nicht. Und daher kann halt jede Sache ein Schlag in die Fresse sein. So, jetzt gucken wir mal hier. Das finde ich auch sehr geil hier. Musste halt nur von der Hotelanlage über die Mauer hüpfen. Weil hier komme ich auf jeden Fall nicht durch. Aber auch sehr schöner Spot hier. Schöne Wand. Ja, und das gibt's ja hier noch und nöcher. Ja, also so viele Betonwände wie hier gibt's halt einfach. Ja doch, gibt's vielleicht in Südamerika oder so. Ja, und viel Machbares hier. Das hört halt nicht auf, ne? Hier sind halt Katzen noch und nöcher. Bringst du mich zum nächsten Spot oder was? Zeig mal, hast du einen? Also wenn sich jemand auskennt, dann du, ne? Bring mich mal zum nächsten Spot. Okay, stopp.
hinten ist so ein altes Amphitheater. Und hier war, glaube ich, so ein Tempel. Tempeltum! Ah ja, das hier. Das ist krass. Das hier ist auf jeden Fall der Stoff, den ich gesucht habe. Also hier diese verdrehte Optik von den Säulen. Ja, das ist ja eigentlich so hier die traditionelle, wie ich es auch immer mache. Aber ich finde, das könnte man auch mal machen. Das hat hier auch eine wunderschöne Struktur mit dem Orange. Ja, hier findet man Ideen. Faltenwurf, auf jeden Fall auch eine sehr interessante Geschichte. Das kommt mit dem Gewand. Aber noch mal ein Gesamtüberblick über die ganze Kiste hier. Ja, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Wir auch, ihr alle. Ja, los hier. Ja, es gibt euch hier nicht so was. Gönnt euch. Du auch? Komm, gib dir mal ein bisschen was. Ey, kein Futter halt hier, ja? Es war wohl doch keine gute Idee mit dem Katzenfutter. Sind mir auf einmal viel zu viele, mehr als mir lieb ist. Tschüss und noch schönen Urlaub. Wünsche ich Ihnen auch. Bis dahin. Auch in Ihren Siede oder woanders? Ich bin Kumköl. Kumköl, ja auch. Wir sind jetzt von Kumköl her an den Strand gelaufen. Gelaufen? Ja. Genau. Ah, ist nicht schlecht, ja. Habe ich auch schon gemacht. Das dritte Mal sind wir jetzt hier, aber Freitag. Heute läuft es nicht so schlecht. Da sind teilweise, die haben das aufgewühlt, ein bisschen den Sand. Am Strand, ne? Ja. Mhm. Und es sind so Traktoren, die das glatt schieben und so. Da läuft es. Na, ich bin da gestern lang gelaufen. Solche Quallen liegen da rum am Strand, ne? Also, Wahnsinn. Vielleicht. Über 100, was wir gezählt haben, von Kumpel bis hierher. Ja, so viel haben wir noch nie gesehen. Ja, ja. Ich kenne die bloß von der Ostsee, hier so kleine Quallen. Ja. Ja. Nee, aber die sind ja schon tot, die spült das offene Meer an. Hm. Selbst wenn man da versucht, die wieder ins Wasser zu bringen, die sind schon tot. Naja, Quallen sind ja auch quasi Ungeziefer der Meere, ne? Also die muss man auch nicht zurückschieben. Nee. Nee. Na dann, tschüss. Tschüss. Schönen Tag noch. Muss auch mal sein, wa? So, dann füttern wir noch ein paar Katzen oder was? Here comes the boy.
Mal rinzieht, ja, was die hier für eine krasse Konstruktion haben, um diese vier Säulen da aufzubauen. Ist ja alles Stahl. Wie haben die das denn früher gemacht, hä? Mit Papyrus? Schilfrohr? Schon unglaublich, auf eine Art und Weise. Ja, vor allem hier so, das Fundament hier von der Säule, ja. Damit einmal die Dimensionen hier klar werden, ne? Genauso wie das hier. Ich krieg hier meine Faust in die Rille rein, ne? Brandenburger Tor sah auch schon mal besser aus. Nein, Quatsch. Das ist natürlich hier der Rohbau für den neuen Tempel. Tum! So, ich bin jetzt hier in so einem 82, heißt der Laden. Alter, wir haben alles da. Wir haben Neon, wir haben Gold, wir haben Silber. Hammer, Alter. Da können wir auf jeden Fall morgen nochmal ein richtig geiles Bund. Oh, nice. Schöne Farbabstufungen dabei. Nicht nur Basic-Töne. Da kann man auf jeden Fall was machen. Jetzt muss ich fragen, how much? How much is the fish? Bei den Dosen steht leider nichts dran. Okay, gerade mal nachgefragt. Hier kosten die 190. Ja, wir haben aber einen Laden, wo so 150 kosten. Da haben wir zwar nicht ganz so viel Auswahl, aber es ist halt die gleiche Qualität. Ach, guck mal, hier gibt es noch andere Sachen. Crazy. Okay. 95. 95 Lira. Das ist natürlich auch eine Ansage. Sogar mit Standard-Caps. Aber vielleicht nehmen wir uns hiervon zwei mit. Ja, so ein Navi und ein Schwarz. Schwarz kostet aber wieder 125. Ja, ja klar, nehmen wir mit. Ne? Bist du ganz special professional spray can paint. Mal schauen wir mal, wie professionell wirklich ist. So, heute war ja relativ entspannt, ne? Aber ein paar Dosen haben wir trotzdem geholt, nicht die hier, aber die hier wieder, die Qualitätsdosen. Ich habe gerade mal nachgerechnet, der Wechselkurs ist 1,35 Euro, also 1:35. Demnach kostet so eine Dose dann über einen Daumen gepeilt auch 4 Euro, ist aber kein Problem, weil die malt halt wie eine gute. Also ich habe das ja lila und schwarz halt schon ausprobiert, war hellauf begeistert. Ja, schönes Braun mit Orange. Ja, hätte ich noch ein bisschen mehr Grün. Aber vielleicht hole ich mir dann morgen noch mal eine Grün nach. Aber ja, da kommt auf jeden Fall was zusammen. Ja, Chrom haben wir noch, obwohl das Chrom echt scheiße war. Das eine war ein Overkill gewesen. Aber ich habe da noch ein paar andere geholt. So. Ja, damit ihr, wenn ihr das nächste Mal in die Türkei fahrt und bomben wollt, wisst, was zu gebrauchen ist und was nicht. Was die so können, weiß ich nicht. Ja, waren relativ günstig. Aber das werden wir dann alles morgen auschecken. Ach, guck mal, ist ja noch eine zweite Chrom oder Aluminium. Also zweimal Aluminium, einmal schwarz, ne? Das kann man gut zusammen machen. Ja, morgen wollte ich eben Bild irgendwie hier in der Color Range machen. Jetzt sehe ich aber, dass Grün noch ganz gut reinpassen würde, sonst ist mir das zu soßig. Naja, dann hole ich halt morgen noch eine. So, jetzt habe ich mir gerade noch eine Orange vom Baum gepflückt. Und die werde ich mir jetzt erstmal einverleiben. Ne? Weil die Vitamine dürfen nicht zu kurz kommen. Besonders nicht, wenn man auf eine Erkältung zusteuert. Ja, gut, wie man eine Orange aufschneidet, das kennt ihr ja. Ne? Einfach mal reinbeißen.
Nicht schlecht, nicht schlecht. Hab schon süßere gegessen. Aber passt. Für umsonst ist okay. Jetzt auch nochmal ein schönes Stück reinhauen, weil wegen antibiotischer Wirkung. Jetzt seid halt immer die Frage, so mit dem Bienenwachs, isst man das mit? Muss man den selber irgendwie nochmal ausschleudern? Ich find's da irgendwie ganz geil, so, also hast du irgendwie einen eingebauten Kaugummi dabei. Irgendwie geil. Wir machen mal Feierabend für heute. Du! Tempel!